Hi Leute, hi und herzlich willkommen hier bei Clemens Alive. Und ja, ihr wisst jetzt schon, was kommt. Das steht schon ganz fett im Titel und wir reden gar nicht lange drum rum und fangen am besten gleich an. Hey, die erste Frage kommt von weiblich 15. Hallo liebes Dr. Sommerteam, wie erkenne ich, ob ich schwanger bin? Weil ich war auf einer Party und danach total besoffen und jetzt weiß ich nicht, ob ich mit jemandem geschlafen habe. Weil ich lag am nächsten Tag total nackt im Bett meiner Freundin. Bitte helft mir. Tja, also, darf ich auch auf die nächste Party kommen, wo du bist? Spaß beiseite. ich könnte dir jetzt mit einem Merksatz aus der Physik kommen. Hatte das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex. War sie brav, ist er konkav. Ja, um ehrlich zu sein, die einzige Möglichkeit, wie ich mir diese zwei Begriffe auseinanderhalten konnte. Tja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Jetzt hoffe ich halt nur noch für dich, dass du weißt, was konkav oder konvex ist. Na, aber gut, du wirst es schon noch herausfinden, ne? Die nächste Frage kommt von weiblich 16. Hallo liebes Dr. Sommerteam, könnt ihr mir ein Foto schicken, wie Nesselfieber aussieht? Besten Dank im Voraus. Ich leide nämlich schon seit einem Jahr darunter und weiß nicht, was ich machen soll. Hä? Moment. Du hast seit einem Jahr Nesselfieber und möchtest jetzt ein Foto haben, um zu sehen, wie es aussieht? Bist du irgendwie bescheuert? Wieso? Möchtest du irgendwie deinen Freunden zeigen, hey, guck mal, bei mir sieht's nicht so schlimm aus. Hey! Nein? Aber gut, jetzt verschickt Dr. Sommer schon Pornobilder und jetzt auch schon Nesselfieberbilder. Was versprichst du dir von dieser Bildertherapie? Aber gut, das soll jetzt nicht meine Sorge sein, wir kümmern uns um den nächsten Patienten. Die nächste Frage kommt nämlich von männlich 14 oder wie meine alte Mathelehrerin jetzt sagen würde, von männlich 14. Hi, find eure Seite echt hilfreich. Meine Frage, also ich habe immer, wenn ich mich selbst befriedige, immer so einen weißen Belag auf der Eichel, der sich auch gut abwaschen lässt. Stinkt aber auch ein wenig. Ist das normal, wenn man nach der Selbstbefriedigung so einen weißen Belag auf der Eichel liegen hat? Muss ich den Belag überhaupt abwaschen? Vielen Dank schon mal für die Antwort. Tja, das ist eine gute Frage. Du könntest mal ein paar Mal machen. So 3 Tage antrocknen lassen, dann abkratzen, aufsammeln und in der Käseabteilung als besonderen Reibekäse mit nussigem Geschmack verkaufen. Alter, geht dein Eichelkäse abwaschen, bevor er Blauschimmel kriegt? Das ist ja widerlich. Männlich 16. Ich habe mit meiner... mit meiner Tante geschlafen und sie sagt, sie sei jetzt schwanger. Was kann ich tun? Tja, was mir da jetzt so auf Anhieb einfallen würde, wäre... Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wobei, eigentlich ist er auf der sicheren Seite, weil er kann revidieren, dass er der Vater ist. Wenn sie dann kommt und ihm einen Vaterschaftstest nachweisen möchte, dass er der Vater ist, kann er sie wegen sexueller Nötigung Minderjähriger anzeigen. Interessanter Fall. Die Frage ist nur, was am Ende dabei rauskommt. Es könnte dann zum Beispiel sein, dass sein Penis nicht im 90-Grad-Winkel absteht. Oder dass es einen 24,5 cm langen Penis bekommt. Alter, ich kann das immer noch nicht glauben. Die Familientreffen wären sehr interessant. Die nächste Frage kommt von weiblich 14. Ich habe mit einem Jungen rumgefummelt. Er ist mir dabei in die Unterhose. Könnte es sein, wenn der Junge sich vorher einen runtergeholt hat, dass ich schwanger sein könnte? Ich weiß ja nicht, ob er sich vorher einen runtergeholt hat. Aber wenn es so wäre, wäre es denn dann möglich? Du fragst dich, ob du schwanger wirst, wenn du ihm in der Hose rumfummelst? Das ist so ungefähr, als würdest du mir jetzt erzählen wollen, du kannst vom Küssen schwanger werden. Wenn du ihm da so... Wie sollst du dann schwanger werden? Ich glaube nicht. Naja gut, überlassen wir ihr dieses Problem und widmen uns dem nächsten Patienten. Dieser ist nämlich männlich und 14. Hallo liebes Dr. Sommerteam, wofür benutzen Frauen eigentlich Tampons? Tja, laut der Werbung zum Reiten, Schwimmen, Joggen... Tja, aber glaub mir, Tampons sind noch zu einigen anderen Sachen zu gebrauchen. Ich glaube, ganz ehrlich, darüber mache ich echt mal ein extra Video. Kann man mit einem Tampon schreiben? In der Regel schon. Aua. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann gib doch eine positive Bewertung oder abonniere diesen Kanal. Und wenn es dir nicht gefallen hat, abonniere diesen Kanal trotzdem. Es lohnt sich immer. Und ja, Leute, bis dahin. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, mach's gut. Haut rein. Ciao und bis dann.